Neue Botschaft von Abdruschin an die Menschen, die noch den Wahrheitsfunken in sich tragen. 18. August 2024. Es ist Zeit für Gegenwehr. Das sei euch gesagt. Nicht die weichliche Liebe wird euch in die Wehr führen. Weg müsst ihr von dem alten Denken, das falsche luziferische Trabanten euch wohl glauben lassen wollten. Als Recht wollten sie euch glauben lassen, alles annehmen zu müssen, was euch hilfesuchend entgegentritt. Klar müsst ihr nun wahrnehmen im Außen, dass dieses Verhalten, was bereits hunderte von Jahren währt und in euer System eingebrannt wurde, euch dieses aufgebürdet, was nun in Gewalt und Hass euch wiederum entgegentritt. Bleibt wach in diesem Geschehen. Lebt die Gegenwart. Wenn etwas Unrechtes an euch herantritt, welches ihr in eurer ersten Empfindung rein vernehmt. Auch wenn es Unangenehmes euch bringt. Nachgiebigkeit bringt euch Schaden. Berührt wurde jeder von den Auswirkungen eures falschen Treibens der weichlichen Liebe. Pharisäer sind die, die Mitleid pflegen, die sich schmeichlerisch selbst loben für ihre scheinbar wohlwollenden Taten. Barmherzigkeit ist die rechte Tugend, die ihr aus dem Geist heraus lebendig tragt. Zieht Grenzen allzeit zu den Andersdenkenden, die längst den Weg abwärts gewählt haben. Ihr müsst die Grenze sichtbar leben, so ihr nicht hineingezogen werden wollt. Schwächend das Volk über diese, eure Schwäche, brach alles herein nun über euch. So verworren sind nun die Hindernisse, die ihr euch in den Weg gelegt. So wollt ihr das Land verlassen, das ihr durch die weichliche Liebe gerichtet? Doch die weichliche Liebe nehmt ihr mit. Ihr wollt euch nicht verändern, obwohl die Folgen so sichtbar nun an euch herangetreten und euch ins Gesicht schlagen. Angewidert steht ihr vor den Folgen, mit dem Finger auf die anderen zeigend. Doch auch viele von euch sind nicht neu geworden in der strengen, gerechten Liebe. Den Gralsdienst kann nur ein Berufener im rechten Sinne leben, der die herbe Strenge in all seinem Denken, Worten und Tun auch lebt. Unbequem ist es euch, eure alten, so schmeichlerisch an euch herangetretenen Gewohnheiten abzuwerfen. Liebgewonnene Schwäche eurer selbst, keinen Widerstand erzeugend, durch ständige Zugeständnisse dem Widersacher gegenüber. Dieses Erleben muss in euch das Aufwachen erzwingen. Sehen müsst ihr, wohin ihr gefällt, und ändern diese Schwäche in euch, so ihr sie erkennt. Täglich treten derart Prüfungen an euch heran, so dass ihr das Alte abzustreifen vermögt. So tief habt ihr euch hinein verstrickt durch euer Tun oder eure Nachlässigkeit. Nur Gott allein vermag euch die Kraft zu geben, diese Schwäche zu überwinden und herauszutreten in die wahre Stärke und Größe, die den Geistmenschen der Vollkommenheit zustreben lässt.
Nur das lässt euch vorwärts schreiten im Licht. Lebt die reine, strenge Liebe. Zieht Grenzen euch zum Schutz. Lehnt alles Falsche ab. Erkennt in reiner Empfindung sofort den rechten Weg. Lasst ab, mit dem Verstand hereinzugreifen, diese reine Empfindung wegzuwischen. Vergessen habt ihr schnell den ersten Eindruck, der euch in Einfachheit, Natürlichkeit und Klarheit den rechten Weg gewiesen. Kehrt zurück zu dieser klaren Vorangehensweise, jeden Augenblick im Jetzt. Lebt die Empfindung, lebt das Jetzt. Nur so könnt ihr erstarken in der Reinheit eures Seins. Die Reinheit wird euch die Stufen aufwärts führen. Lasst euch nicht unberührt von allem Falschen. Lasst es euch Lehre sein durch das Erleben. Lebt Mitgefühl, die Reinheit der guten Gedanken, sodass ihr ehrlich, aufrichtig und aufwärts blicken könnt zu Gottes Thron. Für euer gutes Wollen und die reinen Gedanken erbittet die Kraft aus Gott. So mag euch der große Schritt gelingen. Der Schritt, der gleichzeitig der Schnitt ist zu dem Alten, das ihr wart und lebtet. Lasst es gehen, werdet neu. Lichtstreiter könnt ihr euch erst dann nennen, so ihr diese Gerechtigkeit, die die Liebe Gottes ist, wirklich in euer Sein verwebt. Nur dann geht ihr voran als Vorbild. Eure Heimat im Reingeistigen ruft euch zu. Wehret euch, sodass ihr heimkehren könnt in das Licht eurer geistigen Heimat, das ihr so stark ersehnt. Wieder und wieder rufe ich euch zu. Seid streng und herb zu euch selbst und zu anderen, sodass ihr das Vorbild lebt, zu dem ihr euch bekannt habt, vor Gott selbst. Gerichtet wird ein jeder darin, so habt Acht darauf, was ihr von jetzt ab lebt. Nur so könnt ihr heraustreten aus dem Falschen, was ihr euch selbst aufgebürdet habt durch falsches Wirken. Blickt um euch, neben euch. Klar könnt ihr dann die Zerstörung erkennen, die ihr selbst durch eure Lauheit herangezogen. Werdet in euch neu darin. Betet zu Gott, dass es euch gelingen möge. Der einzige Weg zur Wahrheit, weg vom Selbstbetrug, den ihr stetig lebt im falschen Wollen, falschen Dienen. Die Gleichart, die ihr anzieht, wird euch zeigen, wo ihr steht. Stellt euch ins Licht mit der Reinheit eurer Gedanken, der strengen, reinen Liebe und werdet die, die ihr sein wolltet. Ihr müsst jetzt die sein, damit ihr den suchenden Vorbild seid darin. Die Wahrheit muss lebendig aus euch strahlen. Und die Wahrheit bedingt diese klare Strenge in der Liebe, die dem Menschen dient und ihn durch falsche Zugeständnisse und Nachlässigkeit nicht mehr in das alte Falsche zurückgleiten lässt. Ihr Kreuzträger seid nun die, berufen, voranzugehen auf der neuen Erde. Lebt angespannt in dieser Kraft, aufblickend zu eurem Gott,
so wird es euch recht gelingen. Empfangen von Elisabeth Silvia Angelika Bayer, 20. August 2024.